Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Wi-Fi-Battle. Heute spielen wir mal gegen den Ruffy, und zwar im Ayu. Ich habe eigentlich nichts großartig zu sagen, außer, dass wir vielleicht auf Kampf klicken sollen und unser Ayu-Team rausnehmen. Ich glaube, ich nehme jetzt sogar oben und unten den Bildschirm auf, aber das passt schon. Und was hat er denn dabei? Hat auch ein Flammirex, ein Electros, ein Hutsusa, ein Apokalyp, ein Bronzong und ein Libeldra. Und ich merke gerade schon, wir haben doch auf Exploud haben wir Rauflust, oder? Wir haben doch Rauflust, oder? Ich gucke nochmal kurz nach. Ja, wir haben tatsächlich Rauflust. Es ist sehr gut, weil dann können wir auf jeden Fall auf den Überschallknall später gegen Apokalyp gehen. Er könnte natürlich jetzt mit Electros leaden. Oder er könnte mit Dings leaden. Mit Libeldra. Und es könnte vielleicht Scarf sein. Deswegen leaden wir einfach mal mit Banett. Denn es ist das Aussetzer-Schutzschild-Banett. Was natürlich praktisch ist. Aber jetzt machen wir erst noch kurz einen Screenshot von seinem Team. Nicht, dass ich das vergesse. So. Und Screenshot gemacht. Und let's go. Okay, er überlebt noch ein bisschen. Wow, wurde meine Kamera gerade unscharf, ne? Keine Ahnung, warum die gerade so unscharf wurde. Oh. Kennt ihr so das Gefühl? Ihr legt euch so ganz kurz ins Bett, nur weil es euch vielleicht ein bisschen kalt ist und denkt euch so, ja komm, machst du mal die Musik ein bisschen an. Und dann fallen dir die Augen zu und du pennst 2,5 Stunden und wachst um 5 Uhr jetzt wieder auf. Das ist mir gerade passiert, deswegen, ich muss jetzt 2 Videos noch aufnehmen. Also wir haben jetzt 6 Uhr, habe ich ja angekündigt, dass ich da Dings aufnehme. Und ich muss den Eglog-Part für morgen noch bearbeiten und rendern. Ich habe ja heute Morgen auch 4 Eglog-Parts aufgenommen, wieder für die komplette Woche. Und ich habe sogar mal eine andere Musik ausgewählt. Ich habe sogar an vieles gedacht. Das seht ihr mal. Und ich habe natürlich wieder halt irgendwelche Pokémon gerade zusammengeworfen. Und er leadet tatsächlich mit Libeldra. Dann gucken wir doch gleich mal, was für ein Item dieses Libeldra trägt. Und zwar trägt es einen Live-Orb. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Mega-Entwicklung und klicken auf das Schutzschild. Weil er bleibt drinnen, perfekt. Ich bin mal gespannt, geht er auf die Kehrtwende oder geht er auf die Drachenklaue oder so? Oder ist er speziell, geht auf den Überschallknall? Ne, bringt ja nichts, weil ich bin ein Geist. Er geht tatsächlich auf die Kehrtwende, okay. Ich glaube, dass er jetzt Angst vor dem Irrlicht hat. Warum ist auf meinem Ding? Deswegen möchte ich jetzt nicht auf den Aussetzer gehen, sondern wie gesagt, ich glaube, dass er Angst vor dem Irrlicht hat. Wird deswegen in Flammirex wechseln. Und dann klicken wir jetzt einfach mal auf Abschlag, dann ist zumindest mal das Item von Ruffy von seinem Flammirex runter. Wenn er in Flammirex geht. Ja, es kommt tatsächlich Flammirex. Dann bin ich doch froh, dass ich da auf Abschlag gegangen bin. Dann ist zumindest mal das Item weg. Mal gucken, was das war. War es vielleicht ein Walband, ein Walschall? Der Expertengurt. Interessant, interessant. Wir können aber jetzt mal in Branawatz gehen. Unsere physisch defensive Wall, und ich sehe gerade, entweder hat er keinen Spinner oder Defogger dabei oder Libeldra kein Defog. Eins von beidem, aber Banett könnte ja sogar relativ gut Damage machen. Er kann nichts wirklich so gut in den Dings einwechseln. Vielleicht rechnet er jetzt auch wieder mit dem Schutzschild. Und ich weiß nicht, kann das Ding Strauchler? Ich glaube, das Ding kann Strauchler, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht auf den Strauchler geht, wenn er schon den Expertengurt trägt. Hallo, meine Warze. Und er geht auf den Kopfstoß. Okay, aber das resistet, da wir einen Bodentyp haben. Macht nicht viel Damage. Oh, ist gar nicht mal resistet. Dann macht es echt wenig Damage. Wir sind, wie gesagt, physisch defensiv mit dem Beulenhelm. So. Und ich glaube, wir nutzen jetzt einfach die Chance und gehen auf die Tarnsteine. Weil er wird jetzt wahrscheinlich eh in Hutsasa gehen, weil Hutsasa kann ich leider nicht so viel ab. Habe ich einen Verhöhnermann dabei? Ne, ich glaube nicht, ne? Okay, so. Das Gute ist, Ruffy weiß ja nicht, dass wir ein Schutzschild-Aussetzer sind. Er denkt, wir haben Irrlicht, aber ich habe da nicht mal ein Irrlicht drauf. Und er wechselt sogar selbst aus, dann kriege ich jetzt mal die Tarnsteine raus. Und er geht in Bronzong. Das ist interessant. Okay. Was will er bitte mit Bronzong gegen Branawatz machen? Wir hatten ja gar nicht den Beulenhelm, by the way, stimmt. Kopfstoß hatte er einen Rückstoß. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal auf den Abschlag.
Ich wüsste nicht, was Bronzong uns jetzt haben kann. Er kann selbst die Tarnsteine rausholen. So. Was hat er von Item? Den Lichtlehm. Will er die Screens rausholen? Okay. Gut, dass ich den Lichtlehm vorher noch abgehauen habe. Jetzt hält es nämlich nur 5 Runden. Wir können das mit Branamatz wieder ein bisschen hochhalten und gehen jetzt auf den Siedewasser. Er wird nicht Apoqualyp reinholen. Weil Apoqualyp kann mir auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt auf den Siedewasser. Vielleicht bleibt er drinnen und möchte auch noch den Reflektor rausholen. Aber wenn ich den Burn bekomme, bin ich zufrieden. Macht echt 0 Damage. Und wir kriegen nicht mal den Burn. Okay. Ich muss aufpassen. Er wird nachher versuchen, meinen Spin zu blocken, indem er in Apoqualyp geht. Das muss ich predukten. Wir gehen jetzt aber nochmal auf den Siedewasser, weil ich möchte diesen Burn haben, Alter. Er ruft zurück, okay. Er hat ein Lichtlehm, ein Lichtschild hat er draußen. Das heißt, da bekommt er nicht so viel Damage. Hutsasa wäre eigentlich ganz gut, wenn das ein bisschen extra Damage bekommen würde. So. Und? Ne, wieder kein Burn, okay. Das Ding ist, entweder geht er straight. Nein, er rechnet mit dem Wechsel wie heißt's? Das Ding ist, ich möchte jetzt nicht riskieren und in Rotom gehen, weil Rotom kann ihm ja auch nichts. Behutsasser brauche ich meinen High Porky. Allerdings bräuchte ich jetzt vielleicht mal einen Sleep Fodder. Was mache ich? Was für Attacken habe ich denn auf Dings drauf? Ja, mein Capoeira kann seinem Apoqualyp gar nichts. Ich glaube, dass er jetzt irgendwas einschläfern möchte. Und mir persönlich wäre es sogar echt am liebsten. Ich riskiere es und bleib drin. Es ist wirklich riskant. Aber ich glaube, dass er jetzt, wie gesagt, versucht, mein Dings einzuschläfern. Ich gehe einfach auf Abschlag. Er ruft zurück. Geht dann Apoqualyp. Er schickt die Ball rein, das ist sehr gut. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich drinnen bleibe. Sehr gut. Dann ist nämlich jetzt, dann hat er wahrscheinlich wirklich den Defog drauf. Dann ist jetzt aber erstmal der Life-Orb hier weg. Tschüss, Life-Orb. Und Branamatz kann damit wieder auf den Siedewasser gehen. Damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass ich eiskalt drin bleibe. Und er geht auf die Kehrtwende, macht mir aber nicht viel Damage. Richtig. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Hutsasa. Kommt wieder Hutsasa. Kann ich diesmal den Burn haben, bitte? Beim dritten Mal hätte ich schon gerne den Burn dann. Das wäre wirklich nett. Warte mal, es kommt Hutsasa. Bekomme ich bitte diesen Burn? So, sieht ihr, was er kommt? Dankeschön. Beim dritten Mal ist es dann aber auch mal zurecht gewesen. So. Jetzt ist das Ding. Ich würde am liebsten auf den Abschlag gehen, aber diesmal würde er wahrscheinlich safe auf den Gigasauger gehen. Flamirex darf ich nicht einschlafen lassen. Ich darf Flamirex nicht einschlafen lassen. Lichtschild ist weg. Sehr gut. Wir gehen jetzt. Nein. Er will es nicht riskieren, dass ich wieder irgendwas abschlage. Deswegen wird er jetzt auf den Gigasauger gehen und ich gehe einfach in Capoeira. So. Du schaffst es, Tyson. Und jetzt geht er auf einen Gigasauger. Bedroher kommt, ja, aber der bringt für Hutsasa nichts. Und er geht tatsächlich auf den Gigasauger. Sehr gut. Und wir haben die Offensivfeste. Das heißt, es macht echt 0 Damage. So. Jetzt ist die Frage. Er denkt, dass ich jetzt spinnen möchte und wird in Apoqualyp gehen. Und wenn er in Apoqualyp geht, ich gehe wieder in Branamatz, weil dann kann ich wieder auf einen Abschlag klicken und dann muss wieder irgendwas leiden. Weil sein Hutsasa trägt noch ein Item. Okay, Libeldra trägt kein Item mehr, Bronzong trägt kein Item mehr und Flamirex trägt ebenfalls kein Item mehr. Das ist die neue Item-Clause. Ihr dürft gar keine Items mehr mitnehmen, wenn ihr mit mir spielt. Okay. Aber ist auf jeden Fall cool. Es macht. Ich muss sagen, ich habe den Spaß. Also während der GPL habe ich ja nur die GPL-Kämpfe gemacht, aber ich habe, muss sagen, solche Zuschauerkämpfe echt vermisst. Er überlegt gerade ziemlich lange, was er macht. Ich hoffe wirklich,
dass er jetzt, also er kann ja nicht drin bleiben. Er kann höchstens auf eine Matschbombe gehen und gucken, ob er mich vergiftet. Aber das würde er wahrscheinlich nicht tun wollen. Er überlegt wahrscheinlich gerade, was könnte Capoeira gegen Huzaza überhaupt tun. Deswegen, ich glaube, dass er ein Apoqualyp auswechseln wird. Komm schon, bitte, Ruffy, wechseln Apoqualyp. Weil du meine Turbodreher blockieren möchtest. So, wir gehen zurück. Pullen quasi den Double Switch. Gehen zurück in Branavatu. Und jetzt bitte nicht auf den Gigasauger. Ruf zurück. Gehen Apoqualyp. Er geht zurück. Apoqualyp. Apoqualyp. Oh, was ist los? Es funktioniert gerade einfach so schön. Und seine anderen Mons wie Flambirex, Libeldra und Bronzong können einfach nichts tun. Flambirex ist gerade hier der MVP. Was ziemlich cool ist. Und ich merke gerade, mein Team ist auch gar nicht mal so Stealth Rock wie, vor allem weil meine zwei defensiven Monsters einfach mal resisten. Jetzt können wir nämlich wieder auf einen Abschlag klicken. Weil entweder holt er jetzt nochmal High Porky rein, aber dann kriegt dann sie der Wasser ab. Oder er holt Libeldra rein, was auch nichts bringt. Oder es bringt nichts. Er muss in Huzaza gehen. Und Huzaza verliert jetzt dazu noch seine die Überreste. Das ist immer wieder schön, wenn man das sieht. So. Abschlag kommt. So, Huzaza verliert ebenfalls noch das Item. Und zwar Giftschlamm ist weg. Okay. So. Ich glaube, dass er jetzt versucht, auf eine Pilzspore zu gehen. Oder versucht, sich mit Gigasauger wieder hochzuheilen. So, welches Mon brauchen wir denn nicht so krass stark? Ich glaube, wir schicken jetzt einfach mal Banette rein. Wir schicken einfach mal Banette rein. Wenn Banette jetzt nämlich einschläft, dann habe ich damit kein Problem. Und wenn er direkt auf den Gigasauger oder so geht, um sich ein bisschen wieder hochzuhalten, das können wir auch ganz gut abwehren. Er geht auf die Pilzspore und damit haben wir unser Sleepfodder in Banette gefunden. Okay, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich ganz easy eigentlich in Dings wechseln, in Flambirex. So. Er wird jetzt vielleicht auch auf eine Synthese gehen, aber wir gehen in Flambirex. Man, jetzt sieht irgendwie komisch aus mit den Augen, ne? Das hat so komische Augenbrauen, so zackig, Alter. Aber Banette ist ein cooles Mega. Definitiv vom Design her ein cooles. Ist unter anderem auch eins der Megas, die ich in der GPL anpeile. Vorausgesetzt, das funktioniert nicht mit den anderen, die ich haben möchte. Und bis 13 Minuten, es wird ein langer Kampf, es ist noch nichts gestorben. Okay. Ich rufe zurück, weil ich wie gesagt jetzt meinen Sleepfodder habe. Kommt High Porky und geht auf den Gigasauger oder auf eine Synthese wahrscheinlich, oder? Bekommt natürlich ein bisschen Damage und er ruft zurück. Hat er das jetzt predicted? Holt sein eigenes Flambirex rein. Okay. Was kann ein Flambirex dem anderen bitte? Was habe ich vor allem für ein Item? Bericht. Ich habe den Life Orb, okay. Reicht ein Kraftkoloss aus der Entfernung? Oder gehen wir auf Nitro-Ladung? Es ist halt, vielleicht kommt auch sein Apoqualyp rein. Oder ich gehe safe in Branavats, aber dann wird er vielleicht wieder in Huzaza gehen. Wir gehen einfach mal. Wenn wir plus 1 von Innet sind, wir brauchen das nicht. Wir gehen, komm, Kraftkoloss. Komm schon, Kraftkoloss. Und wir sind schneller. Sehr gut, reicht es aus? Es reicht aus und damit ist sein Flambirex down. Sehr gut, kann ich rausstreichen? So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kriegen zwar noch ein bisschen Life-Orb-Damage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Speed-Teil gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich froh bin. Aber High Porky regelt, okay. Sein Flambirex ist down. Man sieht einfach nur, ich kann mit Porky umgehen. Ruffy, leg dich nicht mit Pie Porky an. Wie gesagt, ich bin nicht so der riesen Flambirex-Fan. Und da kommt Libeldra rein. So. So. Und ich habe minus 1 Angriff. Er wird jetzt auf eine Kehrtwende wahrscheinlich gehen. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht riskieren. Deswegen gehen wir jetzt in Capoeira. Weil dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen Bedroher raus. So.
So, jetzt kommt erstmal spitze Steine. Wir bedrohen ihn nochmal und ich denke, dass er auf eine Kehrtwende geht. Oder bleibt er safe? Er bleibt sogar safe, okay. 120 auf 69. Sollte nicht ausreichen. Ich würde jetzt liebend gerne auf ein Dings gehen. Auf einen Turbodreher. Das Problem daran ist, er wird dann in Apokalypse. Wir gehen jetzt in Rotom. Wir nutzen die Chance und gehen jetzt in Rotom. Er ruft zurück und geht in Apokalyp, weil er, wie gesagt, den Turbodreher blocken möchte. Er geht in Hutsasser. Okay. Bekommt natürlich nochmal ein bisschen Tarnsteinschaden, was gut ist. Wir gehen auch zurück und gehen in unser Rotom. So. Bekommt natürlich wieder ein bisschen Tarnsteinschaden. Er bekommt dazu noch den Burnschaden. Wir sind Walschall. Er hat noch mit Libeldra. So. Jetzt sind wir ein Arschloch. Und zwar gehen wir jetzt auf Trickbetrug und geben seinem Dings einfach mal den Walschall. Mein Hutsasser mit Walschall ist kein gutes Hutsasser. So, viel Spaß mit Walschall-Synthese. Ich bin ein böser, böser Junge. So. Wir haben, so viel ich weiß, aber gar kein Item mehr jetzt. So, jetzt wird er auswechseln. Wahrscheinlich denke ich in Libeldra. Ich könnte auf einen Blättersturm gehen und es predicten. Ich könnte aber auch einfach auf einen Voltwechsel gehen. Und ich glaube, genau das tun wir auch. Wir gehen mal auf einen Voltwechsel. Er ruft zurück und jetzt bitte geh am besten in Sublaring oder so. Er geht in Libeldra, schade, hat er prediktet. So. Das ist aber kein Problem. So, keine Wirkung auf Libeldra. So. Jetzt gehen wir aber in Branawatz. Okay, wir haben eigentlich fast schon das Hutsasser wirkungslos gemacht. Er kann sich zwar immer wieder hochheilen, aber er ist jetzt gelockt und er kriegt den Walschall von Hutsasser nicht mehr weg. So. Und jetzt kommt die Kehrtwende, das war klar, aber wir haben, wie gesagt, Branawatz drin. Und was möchte er bitte jetzt tun? Er kann wieder in Hutsasser gehen und sich in den Gigasauger locken. Er kann nicht aber eiskalt in Dings gehen. Wie heißt's? Wieder in Rotom. Na, Hansi? Hansi chillt wieder ein bisschen auf dem Käfig. Du drückst beide Flügel, ne? Wir sind schon bei 18 Minuten, okay? Aber es ist ein guter Kampf, es ist ein echt guter Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Ayo, weil ich habe nicht so viele Ayo-Mons. Ich muss mal wieder ein paar Ayo-Mons machen. Okay, was holst du jetzt rein? Vielleicht legt er jetzt auch wieder die Screens auf. Oder halt gleich Zapplerang, aber Zapplerang kann viele Attacken oder viele Attackentypen. So. So. Er hat immer noch dieses Apokalypse. Das ist nicht so gut. So, wir sind ein Choice Specs Explode. Wir gehen jetzt. Ist er eigentlich physisch oder speziell defensiv? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Wir nutzen aber einfach die Chance und gehen mal in Barnett. Ich möchte nämlich mal was riskieren. Und zwar. Mal gucken, in was er sich lockt oder ob er gleich wieder auswechselt. Pullt er den Double Switch. Er geht auf die Matschbombe. 129 und das ist natürlich nicht sehr effektiv. Er kann mich auch nicht mehr vergiften. Was natürlich wunderbar ist. Wir gehen jetzt auf den Schattenstoß. Denn egal was er reinholt, ein Schattenstoß sollte einigermaßen gut Damage machen. Falls wir überhaupt aufwachen natürlich. Das ist ja klar. So. Das ist spannend. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Kampf, Ruffy. Ich weiß, ich habe gegen Ruffy einmal im Stream gespielt und das war, glaube ich, VGC oder so. Und da hat er mich, glaube ich, ziemlich hart penetriert. Und ruft da zurück. Er ruft zurück und jetzt bitte wach auf. Falls ich, habe ich überhaupt schon eine Runde gepennt? Ich glaube, ich habe noch gar keine Runde gepennt, ne? So. Ich glaube, ich wach nicht auf. Ne, ich schlafe weiter. Er wird jetzt wahrscheinlich die Screens auflegen und beziehungsweise einen Reflektor halt. Und wir gehen einfach mal weiter auf den Schattenstoß. Vielleicht wachen wir auf. Nein, wir schlafen natürlich weiter. Er holt den Reflektor. Er holt sogar einen Gyroball. Dann ist es ja gut, dass ich einen KP-Angriffsbanett spiele. Macht nämlich dann nicht so viel Damage. Kann ich jetzt aber bitte aufwachen? Ich würde echt gerne aufwachen. Soll ich auf den Aussetzer gehen und sagen, wir gehen auf den Aussetzer und hoffen, dass wir aufwachen? Nein, wir schlafen natürlich weiter.
Na toll, dein Reflektor. Dann ist vielleicht ganz gut, dass wir gerade nicht rausgekommen sind. Aufgewacht sind. So. Wir gehen jetzt auf den Schattenstoß. Können wir jetzt mal bitte aufwachen? Dankeschön. Mal gucken, wie viel Damage das jetzt noch drückt. Trotz Reflektor nicht mehr so viel. Und er geht wieder auf den Gyroball. So, und jetzt, wenn er nicht crittet. So. Ich denke, dass er jetzt nochmal auf den Gyroball geht, weil das Ding eben nicht ausreichen wird. Und deswegen gehen wir jetzt auf den Aussetzer in der Hoffnung, seinen Gyroball damit kaputt zu machen. Wir gehen auf Aussetzer. Und bis auf Gyroball. Na, sehr gut. So, und jetzt können wir wieder auf einen Abschlag gehen. So. Klingt jetzt auf den Abschlag. Vielleicht kommt jetzt auch mal der Zaplarin rein. Dann hätte Zaplarin auch noch kein Item. Ich glaube, er hat gar kein Pokémon. Doch, Apoqualyp hat noch ein Item, ne? Apoqualyp müsste noch ein Item haben, ja. Aber hoffentlich auch nicht mehr lange. Weil er wird wahrscheinlich jetzt nur noch, er wird die Reflektoren haben, er wird die Tarnsteine haben. So. Und holt jetzt noch das Lichtschild raus. Und damit kann ich aber leben. Denn wir gehen jetzt nochmal auf. Wir können ihn jetzt auch einfach trollen und warten, bis der Reflektor weg ist. Warum soll ich ihn besiegen, wenn der Reflektor noch da ist? Nö, 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 nö. Wir klicken nochmal auf Aussetzer. Ich möchte warten, bis der Reflektor weg ist. Richtig. Reflektor weg. Wirkung von Reflektor lässt nach. Perfekt. Damit können wir jetzt auf den Abschlag gehen und damit ist zumindest der Reflektor mal weg. Immerhin noch eine Runde rausgezögert. Und Bronzong ist weg. Sehr gut. Ich spiele hier gerade wie das letzte Arschloch, aber es muss auch mal sein. So, was will er jetzt reinholen? Er könnte Libeldra reinholen. Aber Libeldra bekommt auch nochmal Tarnsteinschaden ein bisschen. Wir können dann auf ein Schutzschild gehen. Er wird mit dem Aussetzer. Er wird jetzt wahrscheinlich kommen. Er holt Libeldra rein. Ich drücke auf Schutzschild. Er drückt auf Kehrtwende. Denkt, ich drücke auf Aussetzer und geht dann aufs Erdbeben. Oder halt Hutsasser rein. Und Hutsasser hat kein Problem, weil es Walschall ist. Ach ja, Walschall, Hutsasser. So was sehe ich gerne. Ich hätte nie gedacht, dass allein der erste Kampf schon so lange dauert. Wir sind schon bei 23 Minuten. Aber Ruffy ist, glaube ich, wirklich jemand, der immer ein bisschen länger überlegt. Man sieht es auch, also ich kann nichts tun hier. Ich bin frei. Ich warte. Und es kommt tatsächlich Libeldra rein. So. Du kriegst ein bisschen Dash Damage. So, jetzt sollen wir ihn austricksen. Wir gehen auf Schutzschild. Wir gehen einmal auf Schutzschild. Weil ich will wissen, ob es jetzt wirklich macht. Eine Kehrtwende weiß ich nicht mal, ob die ausreicht. Wie gesagt, ich bin ein KP-Bannet. Bin in die KP investiert. Wenn er jetzt auf Kehrtwende geht, er ruft gleich zurück. Okay. Geht in Zappler rein? Ja, holt wieder Hutsasser rein. Okay. Okay. Kann ich mit leben eigentlich. So, dann gehen wir halt auf Schutzschild, ja? Na, okay. Das können wir aber gerne nochmal machen. Dann klicke ich jetzt nochmal auf Schutzschild und mal gucken, in was er sich lockt. So. Die Pilzspore. Die gute alte Pilzspore will er, hä? So, und er hat Schiss, dass ich ihn jetzt... Und die Wirkung von Lichtschild lässt nach, sehr gut. Und er hat jetzt Angst, weil er weiß, dass ich ihn jetzt aussetzen werde. Deswegen wechselt er zurück in Libeldra und kassiert dann einfach zwei Schattenstöße. Wenn so eine GPL laufen würde, wäre ich auch zufrieden. Deswegen möchte ich auch Banetta mal rufen zurück und geht in Libeldra. Hallo Libeldra. Und du überlebst keine zwei Schattenstöße, weil ich wie gesagt auch ein hartes Wesen habe. Und voll in den Angriff investiert bin. Also ich bin voll Angriff, Rest in KP. Was ihr es wisst. Und ein zweiter Schattenstoß wird hier jetzt ausreichen. Und damit ist Libeldra auch weg. Okay, perfekt. Banette, könnt ihr noch hier also den Rest eigentlich auch rausholen? Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Das Ding ist, ich kann ihn halt immer wieder mit Schutzschild aussetzen, kann ich seinen Hutsasser unbrauchbar machen. Das ist sehr gut. Ich muss gleich nochmal einen Audiokampf aufnehmen. Hallo Hutsasser. Du bekommst Tarnsteinschaden.
Wir gehen auf ein Schutzschild. Wir müssen es jetzt safe runterspielen. Das muss jetzt sein. So. Schutzschild kommt. Er geht auf die Matschbombe. Bekommt Burnschaden. Und wir klicken jetzt trotzdem mal auf Aussetzer. Richtig, weil jetzt denkt er vielleicht, wir gehen wieder auf Schattenstoß und bleibt auf der Matschbombe. Aber nein. Die Matschbombe wird blockiert. Er bekommt wieder Burnschaden. Und wir können jetzt... Ich möchte nicht auf den Abschlag gehen, weil ich möchte, dass du deinen Wahlschall behältst. Deswegen gehen wir jetzt auf Schattenstoß. Und er ruft zurück, okay. Er möchte echt nochmal die Belebekraft triggern und geht jetzt auf Zaplarang, okay. Damit kann ich einigermaßen leben. Weil Zaplarang sollte langsamer sein als ein Banett, wenn es nicht gerade auf Init-In ist. Also wenn das Zaplarang kein Init-Investment hat. Dann hauen wir ihm jetzt noch mit Abschlag irgendwas ab. Also wie gesagt, er ist vielleicht tatsächlich in die Init investiert. Wenn er in die Init investiert ist, dann ist er jetzt schneller. Er ist aber nicht in die Init investiert. Abschlag kommt. Und killt Zaplarang nicht ganz, ganz knapp fehlt's. Okay, er geht auf den Voltwechsel. Dann kriegen wir jetzt zumindest die Switch Advantage noch. Banett, richtig guter Job gemacht. Richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wenn ich mir sein Team so angucke, egal was er jetzt reinholt, er holt Apoqualyp rein, okay. Wenn er Apoqualyp reinholt, dann hole ich jetzt Rotom rein. Oh verdammt, ich hab's aufs falsche Pokémon geklickt. Dann holen wir jetzt einfach Rotom rein. So. Rotom kommt. Und wir gehen auf Voltwechsel. Mal gucken, geht er jetzt in Hutsasa? Wenn er in Hutsasa geht, habe ich gewonnen, weil dann kann ich safe in meinen Choice-Specs Überschall, Knall, Krawumms gehen. Und er ruft zurück und damit kriegen wir auch voll die Switch-Advantage. Und wie gesagt, ich habe am Anfang vom Kampf nachgeguckt, wir haben die Rauflust auf unserem guten alten Krawumms. So, hier kommt der Voltwechsel. Ich muss sagen, das ist ein richtig schöner Kampf. Einfach weil es mit dem Predicten so richtig gut funktioniert hat. Da bin ich gerade so stolz drauf. Wir gehen in unser Explode, was noch keinen Namen hat. So, gerade kapieren. So. Oh scheiße, ich muss aufgehen. So, und wie gesagt, wir sind Choice Specs. Das heißt, es wird Hutsasa nicht tanken. Er kann Apoqualyp nicht reinwechseln. Da ich, wie gesagt, Rauflust habe. Auch wenn er das jetzt vielleicht denkt. Weil er opfert sogar Zapplern, okay. Weil er gucken will wahrscheinlich, in was ich mich lock. In den Überschallknall. Und jetzt gehst du wahrscheinlich in Apoqualyp. Aber Apoqualyp kann mir auch nicht so viel. Außer natürlich, es kommt jetzt der Tastfluch. Aber der Tastfluch kommt, glaube ich, nur bei physischen Attacken, soviel ich weiß. Ich kann jetzt übrigens noch Zaplarang rausstreichen. Und wir klicken weiter auf den Überschallknall. Weil da noch ewig lang jetzt rumzuspielen, hätte auch keinen Sinn. Das Match ist gewonnen, kann man sagen. Ich weiß nicht, tankt Apoqualyp dann überhaupt noch einen Überschallknall? Weil wie gesagt, ich bin Choice Specs. Der Damage. Und Tastfluch kommt sogar wirklich. Willst du mich verarschen? Und er geht auf Genesung, okay. Geht auf eine Genesung. Du kannst froh sein, dass der Tastfluch gerade gewirkt hat. Der wirkt nämlich auch nicht immer. Das muss ich nämlich auswechseln. Und wir gehen in... Wir gehen in Branawarz. So, Branawarz. Vielleicht kommt ein Siedewasser, vielleicht kommt ein Irrlicht. Mal gucken. Er ruft sogar zurück und geht direkt in Hutsasa. Okay, damit kann ich leben. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Ruffy da jetzt noch ewig rummacht. Das Match ist verloren. Das zögert gerade alles nur noch mal ein bisschen länger raus. So, ich gehe jetzt in Porky. Aber es ist wirklich gerade nur noch ein Hin und Her. Also, es muss nicht sein, Ruffy. Es kommt ein Gigasauger, oder? Es kommt ein Gigasauger, der sollte nicht viel Damage machen. So.
So, was habe ich denn? Ich habe einen Flammenblitz als physischer Attack, deswegen drücke ich jetzt Flammenblitz. Flammenblitz sollte auch gegen Apokalyp dann voll im Two-Hit sein, deswegen gehen wir auf Flammenblitz. Mal gucken, ob er irgendwas auf Twitter geschrieben hat. So. Twitter. Und Flammenblitz würde dann letztendlich das scheiß Hutzas auch voll rausnehmen. Und Flammenblitz kommt nun damit das Hutzersalz voll raus. So. Perfekt. Vor allem, man fragt auf Twitter, ey, wer möchte Ayu spielen? Und dann schreibt er, ich möchte gerne Ayu spielen. Dabei habe ich gesagt, Ayu kommt erst später. Hier kommt jetzt aber nochmal Apokalyp. Und auch wenn er wahrscheinlich auf eine Genesung gehen wird, ich gehe trotzdem auf den Flammenblitz. Weil da will ich lieber gleich den Safe-Switch in Rotom haben und werde dann einfach voll auf den Donnerblitz gehen. Den ich gar nicht mehr brauche, weil es auch so ausreicht. Und damit ist es ein GG, Ruffy. Was wirklich gemattert hat, wow, das ist viel Damage. Was wirklich gemattert hat, war, dass ich es geschafft habe, den Walschall auf Hutasa zu geben. Es war ein schönes Match. Wir haben 4-0 gewonnen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Kampf und dass euch der Spaß gefallen hat. Dass euch der Kampf gefallen hat. Ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich morgen um 13 Uhr zu einem neuen Kampf. Ne? Und falls ihr das gesehen habt, ich habe gestreamt wahrscheinlich. Müsste am Mittwoch kommen. Ja, stimmt. Das kommt um 17 Uhr. Ich werde um 16 Uhr anfangen. Das heißt, wenn ihr das gesehen habt, guckt einfach mal auf Twitch vorbei. Vielleicht streame ich ja noch. Und dann würde ich sagen, sieht man sich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis dann, man sieht sich. Ciao.